Mich hat Essen schon als Kind interessiert. Also ich fand es spannender, irgendwie vor dem Backofen zu sitzen und zuzugucken, wie ein Kuchen wirklich fertig backt, irgendwie, anstatt irgendwas anderes zu machen. Ursprünglich habe ich mal wirklich mit Regieassistenz angefangen und Regie wollte ich eigentlich mal machen, also am Theater. War auch mal irgendwie ein halbes Jahr auf einer Clownsschule auf der Scuola Teatro Dimitri. Habe dann ein Restaurant in Hamburg geleitet und weil da geht es ja auch in irgendeiner Form um Inszenierung. Hier ist nochmal ein Selbstporträt von mir. Man ikonisiert ja irgendwie die Sachen. Es ist ja auch so ein bisschen wie so ein Altar, das Ganze. Das war zum Beispiel mal ein Thema, da ging es um Sehnsucht, die Sehnsucht zwischen Mann und Frau und die Sehnsucht zum Kind. Man reduziert es wirklich aufs Organ und dann ist hier dieser Eierstock entstanden. Du musst den Fisch richtig anfassen oder hast du Angst vor dem Fisch hier? Nee. Den kannst du richtig anfassen, der beißt nicht. Der hat schon irgendwie, glaube ich, 27.000 Fische auf dem Gewissen. Ja, und nicht nur, ne? Auch ein paar Kunden, die nicht bezahlen wollen. Ja, ne? Genau. So, da unten ist das. Wichtig ist für mich, dass man Ehrfurcht vor Sachen hat oder vor Lebensmitteln oder vor Tieren natürlich in erster Linie, aber letztendlich natürlich auch von einer Möhre. So, hier ist es, das gute Stück. Wo kommt sie her? Wer hat damit irgendwie Arbeit gehabt irgendwie und sich bemüht, dass sie einfach so gewachsen ist, wie sie gewachsen ist und dass man dem einfach Respekt irgendwie zollt. Ich mag solche Sachen, die richtig gekocht werden. Schön ist halt, dass man ein Tier hat, was man auch ganz verarbeitet. Auch den Kopf, die Gräte, also man hat diese Ganzheitlichkeit da drin. Und es wird aus allem, was dieses Tier gibt, was zubereitet. Dazu gibt es Kartoffeln. Die kommen aus der Erde und kommen wieder irgendwie in die Erde und werden irgendwie da drin gegart. Das versuchen wir jetzt hier einfach so ein bisschen. Früher haben die Leute auch Sachen in Lehm eingepackt und eingebuttelt und Glut rüber geschüttet. Sieht wirklich aus wie ein Beet, ne? Ja, ist doch toll. Sowas irgendwie auf den Tisch zu bringen, das ist das, was mich irgendwie daran interessiert. Sich auch zu sammeln um eine Feuerstelle, um einen Herd. Die Küche ist ja wirklich irgendwie der Raum, wo sich die meisten Leute irgendwie aufhalten. Oder auch eine Familie ist ja wirklich immer das Herz, die Seele irgendwie an der Wohnung. Da entstehen irgendwie Gerüche, da kann man irgendwie probieren, da kann man irgendwie naschen. Und das ist einfach eine Lebensintensität, irgendwie, der man sich gerne anschließt. Die Hecke konnte es nicht wehren, wie hoch sie immer stund. Ich reich dir die Beeren und du mir deinen Mund. Ich wusste, ey. Ach, schrittest du doch mal durch den Garten im raschen Gang. Wie lange würde ich warten, 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 stundenlang. Oh.